Der Wein, also, das muss man so sagen. Ja, ne? Oder wie meine Frau immer sagt, entweder rein oder Wein. So, ich schenke mir erstmal einen ein, weil ich musste mich heute tierisch ärgern und ich muss euch einfach mal ein bisschen was erzählen. Das hat den Vorteil, habe ich im Supermarkt gekauft, da gibt es ja keine Verkäufer, beziehungsweise die müssen ja Kasse verkaufen, harter Job. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, und zwar, Kunde droht mit Auftrag. Kann dir bei Penny nicht passieren, da triffst du nämlich gar keinen. So, ich letztens, in Deutschland ist das natürlich so, Serviceland Deutschland, wir machen ja alles toll. So, geh in den Baumarkt rein, Männer müssen in den Baumarkt, ist doch ganz klar. Bin im Baumarkt, denke ein bisschen Frustkauf und so, wie Frauen Schuhe kaufen, machen wir das im Baumarkt. Gehe hin, denke, schnapp dir mal so einen Verkäufer, der kann dich mal ein bisschen beraten. Gehe auf den Verkäufer zu, auf mal, ich kann kaum gucken, verschwindet der. Ich denke, naja, weil ich ein toleranter Mensch bin, Mittagspause vielleicht. Nächster Verkäufer, den ich sehe, wieder das gleiche Spiel. Ich auf den zu, kurz bevor ich da bin, haut der wieder ab. Da war mir irgendwie das schon ein bisschen komisch. Dritter Verkäufer, ist ja so ein Riesenmarkt. Dritter Verkäufer, ich gehe los, denke, naja, der wird nicht auch so drauf sein. Also, was mache ich? Gehe auf ihn zu, der guckt mich an, lächelt so leicht. Kurz bevor ich da bin, dreht er sich um und macht auf Richard Kimball und ist plötzlich weg. Da muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist im Baumarkt schon echt hart, wenn du als Kerl mal ein bisschen was kaufen willst, damit du wieder gut drauf kommst. Das war die eine Geschichte, war schon mal super Baumarkt. Jetzt geht's weiter, ich bin ja so ein sportlicher Typ. Karstadt Sporthaus, kann man ja auch ruhig erwähnen, eigentlich ein toller Laden, ich kenne sogar den Geschäftsführer da. Ich letztens sah, denke, kauf dir mal so ein bisschen Zusatzpräparate, damit du wirst ja älter, damit du nicht so ganz auseinanderfällst und so ein bisschen. Stehe da mit meiner Frau, gucke im Regal rum, lese, Mensch, war was, interessierte mich. Irgend so ein Aminokram, kein Preis dran. Denke, naja, mal gucken, wo ein Verkäufer ist. Was ist hinten in der Ecke? Fünf Verkäufer halten wissenschaftliche Vorträge. Ich mache so ein bisschen den hier. Nix, keine Reaktion. Bin ich schon so ein bisschen böse geworden. Meine Frau hat das schon gemerkt, meine Frau hat schon am Ärmel gezogen. Naja, ich sag, Schatz, du, nee, das muss jetzt sein. Ich die Aminosäuren genommen, hingegangen zu den Verkäufern und habe gesagt, weil die waren immer noch am Diskutieren, Entschuldigung, wenn ich störe, ne, wenn Sie mich schon nicht beraten, können Sie mir wenigstens sagen, wo ich mein Geld loswerden kann. Was machen die? Zeigen mit dem Finger und so, da hinten ist die Kasse. Ist das geil? Und jetzt, das letzte Ding, bevor ich hier aufhöre, gibt es ja Sachen, passiert euch ja bestimmt auch immer. So, heute Morgen, Hammer. Diese Firma mit diesen gelben Autos und dann so drei Buchstaben dran. Ich glaube in Rot. Ziemlich bekannt. Namen darf man nicht nennen, kriege ich nachher noch einen auf den Sack. Heute Morgen klingelt, ich freue mich, war irgendwie 12.43 Uhr, ich habe ja so einen Zettel. Naja, ich denke, Mensch, kommt endlich das Paket. Brauche ich nämlich zum Wochenende, ist ein Geschenk. So, der kommt hoch, ich höre schon so, wir wohnen in der dritten Etage. In der Mitte schreit der schon mal, keiner da, wo muss ich denn hin? Ist so ein Paket, aber ganz leicht. Ich rufe runter, Mensch, kein Problem, das Paket sieht nur schwer aus, ist aber nicht wirklich schwer. Jetzt ist er auf meiner Höhe, guckt so zu mir rüber und fängt gleich an. Ja, also Sie haben ja gar keine Ahnung, was ich für einen schweren Job habe und muss hier immer die Pakete schleppen und machen und tun. Ich denke, oh, der ist scheiße drauf. Mache auf tolerant. Ich will doch keinem was tun, ich will meine Ruhe haben. Also was sage ich? Ich weiß, dass ihr einen harten Job habt, Jungen, und alles schwer und auch nicht so wahnsinnig viel Geld, ist jetzt nicht ganz so gut. Der gleich wieder, Attacke, das können Sie sich gar nicht vorstellen und steht sich vor mir. Ich habe gedacht, der klatscht mich weg. So, jetzt kommt's. Ich war ja froh, dass der das Paket hinstellte. Ich sage, was kriegen Sie denn, junger Mann? Ne? Sagt der zu mir, 69 und ein paar zerquetschte. Jetzt hatte ich einen 100er weggelegt, extra dafür. Zwei 50er. So, ich komme mit der 50er an. Da guckt er mich an und sagt,
Haben Sie es nicht klein? Ich sage, nee, ich habe doch nicht genau gewusst, was ich bezahlen muss. Steuer, Porto, was alles so kommt. Und deswegen hier ein Hunderter kann ich nicht wechseln. Ich sage, wie können Sie nicht wechseln? Von so einer Firma, weltbekannte Firma, da hat man doch Wechselgeld dabei. Nee, ich kann nicht wechseln. Und wenn Sie nicht klein haben, nehme ich das Paket wieder mit, schnappt sich das Paket und ist schon wieder auf der Flucht und will runter. Ich sage, hallo, ich gehe zum Kiosk hier um die Ecke. Wechsel ich schnell. Ich laufe und wenn Sie denn runterkommen und unten sind, bin ich schon da und habe die Kohle und dann ist mein, das ist mir doch scheißegal, ich packe das Paket jetzt ein. Ich, Richard Kimball, volles Rohr gelaufen, in den Kiosk rein. Ich sage, wechsle schnell, sonst passiert dir ein Unglück. Der war Müller beruhigt, ich sagte. Hat schnell gewechselt, ein 50er, alles klar. So, ich wieder hin, der schon das Paket ins Auto gehieft. Ich sage, hallo, hallo, hallo. Ich sage, Paket, bitte hier Geld und machen, tun. Ja, nee, was ist Paket und so, das ist mir doch scheißegal, dann müssen Sie das eben irgendwo abholen. Ich denke, Mensch, entspann dich. Ich sage, alles okay, hier, was kriegen Sie? Da sagt er 99 und ein paar zerquetschte. Jetzt war es so, jetzt hatte ich drei Zehner, einen 50er und einen 20er. Jetzt will ich so einen Typ, der echt mit Freundlichkeit gestraft war. Ich habe wirklich gedacht, der killt mich. Obwohl ich jetzt nicht so ein ängstlicher Typ bin, dem gebe ich doch kein Trinkgeld. Also, was mache ich? Schnell nochmal in den Kiosk rein. Ich sage, gib mir bitte 2 Euro, damit ich das halbwegs klein hatte. Ich wieder zurück, der wollte schon losfahren. Ich hin, hallo, hallo, hallo. Mit Mühe und Not stand er denn da. Ja, was ist denn? Ich sage, hier habe ich jetzt klein. So, dann hat er mit Mühe und Not, hat er mir das Paket ausgehändigt, mault mich noch voll, dann sage ich, glauben Sie, dass das die richtige Art und Weise ist, was Sie hier abziehen? Ich sage, das lasse ich mir nicht gefallen. Wenn man mich so behandelt, Sie sind ein Dienstleister und in dieser Art und Weise geht gar nichts. So, und um das Ganze mal abzuschließen, sage ich euch ganz ehrlich, habe ich da noch angerufen, Telefonhotline. Die ersten 3 Telefondinger gingen gar nicht, dann kriege ich Gott sei Dank jemand eine Leitung, erzählte denen die Situation, hatte mich schon wieder beruhigt. Dann habe ich das Gefühl, dass ich den störe. Das finde ich schon richtig geil. Das sind nur so ein paar Geschichten, wie wir einfach mit unseren Arbeitsplätzen umgehen. Nachher nörgeln wir, oh, ich habe keine Arbeit, verdiene kein Geld, muss mir Hartz IV holen und. Das kann nicht richtig sein. In anderen Ländern läuft das anders ab. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle Leute so sind. Es gibt auch gute Leute. Ich habe noch nie so einen extremen Stress gehabt wie mit diesem Vogel. Und ich will mich auch nicht hinreißen lassen zu sagen, eigentlich ist er, ist er aber. Wollen wir mal gucken. Ich habe gesagt, die sollen mich zurückrufen, wenn es da irgendwelche Konsequenzen gibt. Der soll nicht seinen Arbeitsplatz verlieren. Aber mal einen auf den Deckel kriegen muss er. Ich kann doch nichts dafür, wenn der vielleicht mit seiner Frau kein Höckerchen gemacht hat oder ihm morgens irgendwie der Kaffee nicht geschmeckt. Das kann er nicht an den Kunden auslassen. Naja, ich wünsche euch allen noch eine schöne Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Es gibt im Augenblick so viele Themen in Deutschland, die müssen mal angesprochen werden und das werde ich tun. Und ganz nebenbei, ich habe jetzt Geburtstag. Deswegen auch diese Flasche Wein. Ich habe mir das voll was kosten lassen. Die kostet 1,98, aber schmeckt lecker und hören. Prost, euer Rolf. Bis dann. Ciao. Ah, lecker. Das ist wieder viel zu lang.